Zu Beginn zwei Damen in Polizeiuniform, die jedes Jahr hier bei uns sind. Mirneta und Mirnesa Bezirovic, herzlich willkommen. Liegt die Frage auf der Hand, warum entscheidet man sich für eine Sportart, die Jiu-Jitsu heißt? Von klein auf haben wir uns eigentlich schon sehr dafür interessiert. Es war einfach nur dadurch, dass es so nah zu uns, also zum Wohnort war, haben wir uns eigentlich dafür interessiert, dass dadurch, dass wir die Kleinen rübergehen gesehen haben, haben wir uns immer hingesetzt, zugeschaut. Es hat uns einfach fasziniert, dass es so vielfältig ist. Man lernt genauso wie in Karate das Schlagen, das Treten und in Judo das Werfen, die ganzen Wurftechniken, plus die Hebel, die Würgetechniken, Grifftechniken, einfach die Vielfalt des Ganzes. Das klingt so super, gell? Wenn eine Dame so Schlagen treten. Schlagen, treten, würgen. Okay. Hätten wir das auch besprochen? Da haben wir aber auch zwei Silbermedaillengewinner. Weltmeisterschaft in Paris, in Frankreich, Duo Man. Wie gesagt, Platz 2 für Sebastian Woster und Nikolaus Bicker. Die Herren kommen auch auf die Bühne. Eine Frage möchte ich den Damen noch stellen. Ihr seid Weltmeisterinnen. Jetzt sage ich einmal, Jiu-Jitsu ist nicht eine Sportart, die in Österreich erfunden wurde. Und ihr seid die Besten der Welt. Wer sind so die schwierigsten, die engsten Konkurrenten? Die engsten auf jeden Fall Europa. Also die größte Konkurrenz bleibt in Europa, ich sage mal Frankreich, Deutschland. Ja, bei mir ist halt Fighting, da kämpft man Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau. Man geht halt mit mehr Punkten oder mit einem Fulipo nach Hause. Das ist ja ein bisschen anderes System und sie haben Punktebewertung, je nachdem wie schnell, schön die Technik ist. Ne? Ich muss schauen, dass mein Gegner am Boden bringen, wie schön das ist, ist relativ egal. Treten, würgen, haben wir schon gehört.